Swabul Sebale macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Dazu gehört auch die praktische Arbeit hier im Diakonissenkrankenhaus Augsburg. Pfleger zu sein ist sein Traumberuf. Vor allem der menschliche Kontakt ist ihm wichtig. Man muss immer freundlich zu den Patienten und da können die auch mehr offen zu uns sein. Da können sie auch die Probleme, die die haben, zu uns öffentlich sagen. Der 20-Jährige stammt aus Uganda. Seine Mutter kam als Geflüchtete. Der Sohn durfte 4 Jahre später nachkommen. In Augsburg macht er seine mittlere Reife. Im September letzten Jahres beginnt er die Ausbildung zum Pfleger. Ich hoffe, dass ich bis die dritte Jahr so alles gut schaffe und dann auch die Bestand, die Prüfungen. An der Diakonie-Pflegeschule in Augsburg werden Menschen aus über 20 Nationen unterrichtet. Eine abgeschlossene Ausbildung bedeutet aber nicht automatisch ein Bleiberecht. Das ist für diese Leute, die sehr viel investiert haben, die auch hier Beziehungen aufgebaut haben, ihren Lebensmittelpunkt verlegt haben, ein großes Problem. Integration durch Ausbildung. An der Pflegeschule zählt nicht, aus welchen Ländern die Azubis kommen. Wichtig sind Freude am Beruf und Empathie. Es zählt der Mensch. Swabul hat noch viel vor. Ich will im Bereich Anästhesie, weil ich finde es interessant, die Leute, die im OP gehen, auf denen kümmern. Pflegekräfte werden dringend gesucht. Swabul würde gern hierbleiben. Es wäre ein wichtiger Schritt in seine Zukunft.